Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Content Warning. Ich habe jetzt eine Map erstellt und gehe dann jetzt hier direkt runter, öffne die Tür, starte das Spiel. Und in Content Warning gehen wir mit diesem Gerät hier unter Wasser in die alte Welt, um da Aufnahmen zu machen, um die dann in eine CD zu brennen und auf SpookTube hochzuladen. Dann betrete ich mal hier das Gerät, schließe die Tür und drücke dann den Knopf. Und nun nehme ich meine Kamera und starte mal aufzunehmen, wie ich hier die Tür öffne. Und hier ist ein Gebäude, das betrete ich und muss etwas Gruseliges filmen. Ich filme erstmal das Gebäude ein bisschen von vorne. Und vielleicht filme ich mich auch. Etwas. Und mein Ziel ist, etwas Gruseliges zu filmen. Heißt, ich gehe jetzt hier rein. Und hier geht's dann ziemlich tief runter. Und so, dann fange ich langsam an, hier diese Fabrik zu erkunden und das filme ich. Hier sind Knochen. Hier befindet sich ein weiterer Knochen. Und mein Ziel ist es, hauptsächlich Monster zu finden und das zu filmen. Ah! Was ist das? Ah! Und da ist direkt ein Monster. Schnell weg hier. Ah! Und wie ihr seht, das Monster versucht mich umzubringen. Ich muss hier weg. Und als nächstes filme ich erstmal hier die Maschinen. Und es ist nicht ganz so dunkel, weil ich mein Spiel relativ hell gestellt habe, aber für die langen Gänge empfiehlt sich das Tropfen, eine Taschenlampe zu verwenden. Und das filme ich. Hier bewege ich mich hauptsächlich durch. Was ist das? Das filme ich. So. Und hauptsächlich bewege ich mich hier durch diese Fabrik, diese alte verlassene, und suche Sachen wie sowas, was ich filmen kann, aber ich mache mich erstmal auf den Rückweg. Bis erst reicht das. Natürlich ist nicht nur mein Ziel, was Gruseliges zu finden, sondern auch Leben zurückzubekommen. Ich habe jetzt, oben rechts sieht man, dass ich über 50% des Platzes auf der Kamera verwendet habe. Man kann insgesamt 90 Sekunden Videomaterial drehen. Und meine Taschenlampe ist jetzt auch leer, also es ist schon ziemlich gut, dass ich jetzt wieder draußen bin. Und dann bewege ich mich auf jeden Fall zurück zu dem Gerät. Hier draußen können natürlich auch Monster sein. Und deswegen schließe ich mal lieber die Tür und fahre dann wieder nach oben.
Jetzt sind wir hier wieder hier oben. Dann nehme ich direkt meine Kamera. Schmeiß die hier rein. Und das Video wird jetzt verarbeitet und hier kommt eine CD raus. Und diese CD packe ich dann hier in meinen Bildschirm und lade die so auf SpookTube hoch. Und da hört man mich. Und hier sieht man dann nochmal alle Aufnahmen. Und hier sieht man schon, wie die Aufrufe in die Höhe schießen. Besonders da, wo das Monster erscheint. Jetzt habe ich schon 500 Aufrufe. Und unten rechts in der Ecke sieht man, ich brauche 3000 Aufrufe insgesamt, um in 3 Tagen, damit ich den ersten Teil des Spiels schaffe. Ich habe jetzt über 1000 Aufrufe bekommen und 170 Euro, oder eher gesagt 150 Dollar, 170 Dollar Werbeeinnahmen. Und als nächstes gehe ich ins Bett hier um und dann startet der nächste Tag. Und diesen Tag starte ich damit, dass ich mir eine Kamera nehme. Die Taschenlampe ist wieder fast voll aufgeladen. Aber wir könnten hier auch mal schauen, was es so gibt. Ich hole mir mal eine fortgeschrittene Taschenlampe. Dann bestelle ich die. Und dann sollte die per Drohne geliefert werden. Dann meine alte Taschenlampe lege ich mal hin, dann nehme ich die fortgeschrittene und schließe dann die Tür und gehe wieder nach unten. Dann starte ich direkt die Tür zu öffnen. Ich bin jetzt woanders gespawnt und begebe mich dann erstmal zum Eingang. Und die fortgeschrittene Taschenlampe. Die fortgeschrittene Taschenlampe ist auf jeden Fall schon mit dem Lichtradius größer. Und hier sind Knochen, die filme ich direkt. Und jetzt wiederhole ich die Routine von der letzten Runde. Also ich gehe hier rein, schaue mich um. Da ist was, da ist was. Das ist eine Schnecke. Und die steht da nur. Gefährlich! Und jetzt kommt sie auf mich zu. Ich bin dann weg hier. Ah, weg von hier! 1,50 Meter Mindestabstand. Wir haben immer noch Corona. Die Schnecke geht zum Glück wieder, dann kann ich weiter die Gegend erkunden. Ich erschreck mich auch davon, wenn sich die Türen schließen. Und dann suche ich am besten, nimmt man um die 1000 Views 2 Monster, würde ich da empfehlen. Das geht relativ gut, nur ein paar ziehen, um die zu füllen. Da kann man sich selber gut filmen. Und so weiter. Ich mache noch eine Szene so. Und perfekt, da bin ich wieder am Anfang. Dann gehe ich wieder, filme ich noch, wie ich nach oben gehe und gehe dann langsam. Und ich sehe da ganz hinten in der Ferne noch eine Schnecke. Da. Und ich hoffe, dass ich einfach schnell zu meiner Tauchglocke komme, um hier wegzugehen.
Ich habe keine Lust auf Monster. Schnell schließe ich mal lieber die Tür und gehe wieder nach oben. Und dann meine Kamera und schmeißt die hier rein. Und dann kommt eine weitere CD rein, raus. Die packe ich direkt in den Fernseher, um die auf SpookTube hochzuladen, um zu sehen, wie viele Views ich bekomme. Dann darf ich direkt die Tür öffnen. Ich bin jetzt woanders gespawnt. Noch ein Film ich direkt. Das ist eine Schnecke. Und die steht da. Gefährlich. Aber dann würde ich auch sagen, das wäre es erstmal mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr mehr davon sehen wollt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das würde mich unterstützen. Und dann tschüss.